Bau keinen Scheiß. Was? Still! Still für ein Tor! Rache ist süß, du Wurm! Sie können hier einfach nur reden.
jetzt. Erster und letzter. Okay, da behalten Scheiße! Ich weiß noch nicht, wann Schluss ist, oder? Das hier ist kein Ort für dich. Geh rein. Die da drin kümmern sich um dich. Damit endet diese Runde. Kate ist... Was zum? Der hat hier nichts verloren. Zerleg den Mistkerl!
Liegt ihr im Blut? Das war schon mit denen. Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Ach, schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Schieß los. Hey. Achte nicht auf die Unordnung. Hey. Sag einfach Bescheid. Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Seid ihr dann fertig damit, euch gegenseitig umzubringen? Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Cool. Wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Schau, egal wer da draußen ist, wir waren die ganze Zeit über auf eurer Seite. Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Ja. Warum kommst du nicht hier rüber und zeigst uns, dass du uns nichts tun willst? Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären? Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Also, sollen wir das wie zivilisierte Leute klären?
Oder willst du mir mein Theater noch ein bisschen zertrümmern? Bist du jetzt fertig damit, hier alles zu zerlegen? Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Ich war ja trotzdem am Gewinnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen. Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Zumindest bis du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht hast. Tut mir leid. Sah für mich so aus, als würdet ihr in Schwierigkeiten stecken. Schwierigkeiten? Ach was. Aber diese Trottel zu unterhalten, hat die Miete bezahlt. Bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Warum fragst du? Sieh es als berufliche Neugier. Also, was hältst du von dem Kampf? Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gib doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und der? Warum willst du, dass sie mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Hör her. Dieses Dreckszeug macht dich unvorsichtig. Und ich möchte es nicht kommentieren müssen, wenn du am Ende doch zu Boden gehst. Okay? Also tut mir einfach den Gefallen. Ihr beide. Bitte. Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem... Willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren. Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack, weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Kate! Und? Bereit zum Aufbrechen? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Jetzt nicht. Ganz wie du willst.